Ich muss nicht mal sagen, auch der neue Hunach lassen. Wir noch haben mich gewusst, haben wir schon leim. Der neue Amen. Dies ist die Geschichte der Familie von Samuel und Minna Merel. Sie waren im 20. Jahrhundert die einzigen jüdischen Bürger in der damals selbstständigen Gemeinde Sassanfarth, Landkreis Bamberg. Und es war ihr letzter frei gewählter Aufenthaltsort in Deutschland. Alles beginnt im früheren Königreich Galizien, im heutigen Polen, um die Wende des 20. Jahrhunderts. In Gorlice kommt hier Samuel als zweites von 5 Kindern von Gerson Merel am 11. Oktober 1890 zur Welt. Die Stadt Dukla liegt ebenfalls im Königreich Galizien. Tochter Minna wird hier als ältestes Kind von Alter Josef Fenninger am 8. Januar 1890 geboren. Alle Galizier haben die österreichische Staatsangehörigkeit. Der jüdische Bevölkerungsanteil liegt bei 11%. Es entwickelt sich eine pogromartige Stimmung in der polnisch-christlichen Bevölkerung und steigender Immigrationsdruck unter den Juden. Die gewalttätigen Übergriffe gegen die jüdische Bevölkerungsminderheit mehren sich. Das war auch ein Grund dafür, nach Deutschland überzusiedeln. Die Familie Alter Josef Fenninger lässt sich 1915 in Leipzig nieder, wo sie ein Fellhandelsgeschäft eröffnet. Ab 1908 wohnte die Familie Gerson Merel in Bamberg. 1917 zieht Samuel von Bamberg nach Leipzig. Dort arbeitet er als Kaufmann, vermutlich im Fellhandelsgeschäft der Familie Fenninger. 1920 heiraten Samuel Merel und Minna Fenninger in Leipzig. In dieser Stadt werden die Kinder Lotte, Esther und Nathan geboren. 1927 zieht die Familie nach Schwabach. Am 14. Oktober 1929 wird dort die Tochter Sophie geboren. 1931 zieht die Familie nach Sassanfarth. Hier wird am 21. Juli 1931 das jüngste Kind Jenny geboren. Für die damaligen Wohnverhältnisse in Sassanfarth mit seinen vielen ärmlichen und beengten Tropfhäusern ist das Wohnhaus der Merels sicher in Bezug auf Größe und Ausstattung mit fließend Wasser und WC etwas Besonderes. Konfessionell gehört die Familie Merel zur jüdischen Gemeinde von Hirscheid. Der Vater Samuel ist beruflich in die Bamberger Wäschegeschäfte von Bruder Emanuel und Schwager Wolf Rabi eingebunden. Tatsächlich war es aber wohl so, dass Samuel mit einem Koffer und einem Fahrrad von Ort zu Ort fuhr, um als Reisender die Waren zu verkaufen. Die Kinder erleben hier eine kurze und wohlbehütete Kindheit. Jenny erinnert sich in ihrem Tagebuch. Es war Sophies und meine Aufgabe, große Servierbretter mit Charlottebrot, Kuchen und sogar Brot zu Bäcker zu bringen. Nach ein paar Stunden sind wir zurückgekehrt. Meine Mutter war die beste Bäckerin der Welt. Schabbat war immer der beste und schönste Tag der Woche. Zuallererst, weil unser geliebter Vater heimkam. Wir alle hatten ein besonderes Essen mit Schalotten und Wein, den Vater aus Rosinen gemacht hatte. Vaters Hobby war der Garten. Wir hatten einen Birnbaum neben dem Haus, der große süße Birnen trug. Auch Weinreben hat Samuel Merel in seinem eigenen Garten angebaut und gepflegt. Im Herbst werden die Trauben geerntet. In einem großen Glasballon stellt Samuel dann selbst den Wein für das Pessachfest her. Unsere zwei älteren Schwestern Lotte und Esther kamen heim und unser Bruder Nathan, der auf der Schule in Burg Preppach war und selten heimkam. Aber wenn er einmal da war, brachte er viel Leben ins Haus. Tricks vorführen, durch Geschichten erzählen, Witze machen. Wir schauten auf zu unserem großen Bruder. Zweimal im Jahr nahm unsere liebe Mutter Sophie und mich zur örtlichen Schneiderin. Kommt rein, kommt rein. Bis gleich, bis gleich.
Die Dorfschneiderin selbst war eine liebenswerte Frau, die auch noch mit Stecknadeln im Mund sprechen konnte. Die sind wachsen. Das wird schon was. Dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Gut, wunderbar. Wiederschauen. Wiederschauen. 1933 ändert sich die politische Lage. Hitler ist an der Macht. Die Nationalsozialisten organisieren einen Judenboykott, der unter anderem dazu aufruft, keine jüdischen Waren mehr zu kaufen. In Sassanfarth finden Kommunalwahlen statt. Der neue Bürgermeister und die überwiegende Mehrheit des Gemeinderates gehören der NSDAP an. An der vom Bürgermeister betriebenen Gaststätte befindet sich ein Schild mit der Aufschrift: Juden haben keinen Zutritt. Auch an den Ortseingängen der Nachbargemeinden stehen Tafeln mit der Aufschrift: Juden sind unerwünscht. Die Gemeinde schreibt an das Bezirksamt Bamberg, dass die Familie Merell schon 3 Jahre ohne Aufenthaltsgenehmigung in Sassanfarth lebt und möchte, dass sie nach Bamberg zieht. Samuel beantragt deshalb eine Aufenthaltsgenehmigung beim Bezirksamt und schreibt am 5. November 1934 auf Anforderung der Gemeinde seinen Lebenslauf. Im Januar 1935 teilt das Bezirksamt Bamberg dem Samuel Merell mit, dass die Familie eine Aufenthaltsgenehmigung für 1 Jahr erhält. Im Laufe des Jahres 1935 verschärft sich der Druck auf die Juden durch wilde Aktionen gegen jüdische Einzelpersonen, Geschäfte und Synagogen. Es wird das Reichsbürger- und Blutschutzgesetz erlassen. Mit diesen Nürnberger Gesetzen sollte jeglicher Verkehr zwischen Juden und Nichtjuden zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre unterbunden werden. Bereits im Dezember 1935 erhält die Familie Merell eine weitere Aufenthaltsgenehmigung, wiederum für 1 Jahr. Im Januar 1936 erhält die Gemeinde eine Abschrift der Aufenthaltserlaubnis und der Bürgermeister schreibt noch am gleichen Tag an das Bezirksamt, dass die Gemeinde damit nicht einverstanden sein kann. Er erweckt den Eindruck, als gäbe es Probleme mit der Familie Merell. Solche waren jedoch nicht bekannt. Die Sassanfarther Schule wird im Januar 1936 eingeweiht. Im September 1936 wird Sophie in dem neu errichteten Schulgebäude in Sassanfarth eingeschult. Sie war neben mir gesessen, lang. Also bei uns war das wirklich gut in der Klasse. Wir haben einander gemocht. Wir haben auch gespielt miteinander. Wir haben da unten gewohnt, in dem Eckhaus da, bei der alten Sportkasse da, ne? Den freien Platz vor dem Merell-Haus nutzt die Hitlerjugend zum Exerzieren und um antisemitische Lieder zu singen. Samuel Merell spielt gerne Karten und trifft sich öfters mit anderen Sassanfartern zum Tarockspiel. Das stört aber einen örtlichen Vertreter der SA. Heil Hitler! Was ist da los? Ihr spielt doch Karten mit einem Juden! Wisst ihr nicht, dass die Juden unser Verderben sind? Wenn ich euch noch einmal erwische, dass ihr mit einem Juden Karten spielt, dann lasse ich euch alle einsperren! Heil Hitler! Du Samuel, mir fällt gerade ein, die SA will heute noch kommen und mit euer Haus anzünden. Wenn du willst, kann deine ganze Familie heute noch bei mir auf dem Dachboden schlafen. Samuel schafft da heute die Möglichkeit. Das ist zwar nicht wie ein Modell, aber ihr könntet praktisch über Nacht noch einmal schlafen. Danke. In
In dieser Nacht wird das Merell-Haus mit Steinen beworfen und mehrere Scheiben gehen zu Bruch. Die Familie hält sich aber nicht im Haus auf, denn sie war gewarnt worden. Schlaf gut. 1937 ist auch Jenny schulpflichtig und wird in Sassanfahrt zusammen mit Peter Spieß eingeschult. Die Jenny, die war bei uns, ist nach der Klasse gekommen. Da hat sie mir gesagt, wenn du da wegen mit dem Madler, du bist der Madler schmecke. Laut dem deutschen Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, sollen im Oktober 1938 17.000 polnischstämmige Juden in Haft genommen und in Sammeltransporten zur polnischen Grenze abgeschoben werden. Auch die Merells werden Opfer dieser Maßnahme, die als Holenaktion bekannt wurde. Eines Tages wurden wir mitten im Unterricht am Morgen von einem Polizisten herausgeholt und nach Hause begleitet. Weiter, geht dazu. Unsere Eltern waren beim Packen kleiner Koffer für unsere Reise zurück nach Polen. Aber an der Bahnstation herrschten andere Sitten. Wir hatten keine Identität mehr. Wir waren alle nur noch Nummern. Nach Protesten des polnischen Außenministeriums wird die Polenaktion eingestellt. Ihr könnt euch unseren Jubel vorstellen. Wir kehrten in unser behagliches Heim nach Sassanfahrt zurück. Kaum zu Hause müssen die Merells wie die jüdischen Mitbürger in ganz Deutschland die Schrecken der sogenannten Reichskristallnacht über sich ergehen lassen. Auch in Hirscheid werden die Nazis aktiv, zünden die Synagoge an und machen Jagd auf Juden. Auch Samuel Merell wird am 10. November 1938 verhaftet und in das Landgerichtsgefängnis in Bamberg eingeliefert. Wie lange er inhaftiert war, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Jüdische Organisationen führen 1939 sogenannte Kindertransporte nach England durch. Samuel sieht sich nunmehr gezwungen, für die Sicherheit seiner Familie zu sorgen. Die drei älteren Merell-Kinder gelangen auf diesem Weg in Sicherheit. Jetzt hat Samuel auch keine Arbeit mehr und kann somit die Miete nicht mehr bezahlen. Im Juni erfolgt die Zwangsräumung durch einen Gerichtsvollzieher. Die Familie zieht kurzfristig nach Bamberg, wo jetzt Minna Rabbi, die Schwester von Samuel, wohnt. Im Juli 1939 flüchten beide Familien nach Belgien. Über die belgische Grenze werden sie von Schleusern in einem Bäckereilieferwagen geschmuggelt. Die Familie Merell ist nunmehr mittellos und lebt von der Unterstützung durch Wohltätigkeitsorganisationen und von dem, was ihnen die jugendlichen Kinder aus England schicken können. Sie beziehen eine kleine Wohnung in Brüssel. Im Januar 1940 bekommt Samuel eine Arbeitsstelle beim Rabbiner als Hausmeister. Angesichts der vorrückenden deutschen Wehrmacht flieht die Familie im Mai 1940 erneut. Mit einem Flüchtlingszug fahren sie 3 Tage lang durch Belgien und Frankreich, wo sie Unterkunft in Montolieu, einem Bergdorf in den französischen Pyrenäen, finden. Die Familie Merell wird im Laufe des Jahres 1940 in Frankreich festgenommen und nach Recebedou eingeliefert. Mutter Minna schreibt an die Kinder in England: Ja, meine guten Kinderchen, ich hoffe und vertraue auf Gott. Gott sei Dank, wir sind gesund und hier zufrieden. Seid nicht besorgt. Möge Gott euch behüten, beschützen. Habe euch lieb. Bleibt herzlich geküsst. Umarmt, Mutter. Anfang des Jahres 1941 wird Samuel von seiner Familie getrennt und kommt als Arbeiter in das Lager Espargot. Dort bekommt er 12 Francs am Tag und kann deshalb seiner Frau wöchentlich ein Päckchen schicken. Kurze Zeit später müssen auch Minna und ihre 2 Töchter das Lager Recebedou verlassen. Wir wurden hierher und dorthin gebracht, herumgeblasen wie ein Blatt im Wind. 4 andere Konzentrationslager. Am längsten und dramatischsten geht es im letzten Lager Rivesaltes zu.
Es liegt am Rande der Pyrenäen an der spanischen Grenze. Als unser Zug mit einem großen Ruck zum Stehen kam, waren wir mitten im Nichts. Wir lösten uns auf in einer Menge Geschrei und Geschubse. Dann mussten wir zu einem Areal in der Ferne marschieren. Als wir näher kamen, sahen wir hohe Stacheldrahtzäune, die das Lager umschlossen. Uns wurde eine lange Hütte ohne Fenster zugewiesen. Keine Luft bewegte sich, die Strommatratzen lagen dicht an dicht. Bald nach unserer Ankunft in Rivesalt wachte ich schlotternd und fiebrig auf. Ich konnte überhaupt nicht schlucken. Ich kam in eine andere Hütte mit dem Wort Krankenstube an der Tür. Da untersuchte man mich und sagte mir, dass ich Diphtherie hätte. Ich wurde in Isolation genommen, da die Krankheit ansteckend war. Mir wurde nicht erlaubt, zu Mutter und Sophie zurückzukehren. Mutter und meine Schwester kamen nah an die Baracke, in der ich war, heran, aber ihnen war nicht erlaubt, hereinzukommen. Alle Fenster waren mit blauer Farbe zugemalt. Ich stand am Fenster und mit meinen Fingern und Spucke machte ich zwei Augen, so dass ich meine Familie sehen konnte. Das war ein kleiner Trost. Bald kannst du wieder raus. Hm? Bleib tapfer. Mutter Minna wird krank. Nach dem Pessachfest im April geht es ihr immer schlechter. Sie verstirbt am 18. Mai 1941, 51-jährig, in der Krankenstation des Lagers. Todesursache ist vermutlich ihr Herzleiden. Sie wird auf dem Friedhof Le Quest in Perpignan beigesetzt. Samuel war jetzt mittlerweile 5 Monate im Arbeitslager Espargot, als er im Mai an seinen Sohn Nathan nach England schreibt. Mit trübem Herzen muss ich dir die traurige Mitteilung machen, dass liebe selige Mutter am 18.05.41 erschienen ist. Sie war eine teure und reine Seele. Bis zur letzten Minute hat sie mir verschwiegen, dass sie so ernstlich krank war. Die liebe Sophie übernahm die Rolle von Mutter und Vater und beschützte mich so gut sie konnte. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Wochen verstrichen waren, aber spät in der Nacht weckte mich meine Schwester aus einem ruhelosen Schlaf. Ich hielt vor Furcht den Atem an. Wir gingen einfach aus dem Lager. Ein Wunder, vermutete ich. Die Flucht wurde vom OSE, einem Kinderhilfswerk, organisiert. Die Kinder erhalten Unterkunft in einem komfortablen Kinderheim. Und Vater Samuel, der mehrere hundert Kilometer entfernt untergebracht ist, kann einmal im Vierteljahr zu ihnen kommen. Im April 1942 besucht Samuel die Kinder Sophie und Jenny zum letzten Mal. Dann wird er als Zwangsarbeiter über und unter Tage hin und her geschoben. Seine letzte Postkarte an die Kinder in England datiert mit 24. August 1942. Bin jetzt auf der Fahrt ins besetzte Gebiet zur Arbeit. Ihr sollt euch deswegen nicht beunruhigen, denn es kann Monate dauern, bis ihr Post bekommen könnt. Gott beschütze euch auf allen euren Wegen, euer treuer Vater. Unmittelbar nach diesem Datum wird Samuel in das Lager von Drancy nahe Paris deportiert und von dort wird er am 26. August 1942 mit dem Transport Nummer 24 nach Auschwitz geschickt. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass Samuel Merell am 28. August 1942 zu den Mordopfern in den Gaskammern von Auschwitz gehörte. Er war 51 Jahre alt. Sophie und Jenny werden in verschiedenen französischen Kinderheimen untergebracht, verbringen aber die meiste Zeit in Margély und Corée, sind aber immer zusammen. Nach kurzer Zeit wird ihr Heim von deutschen Bomben getroffen und bricht zusammen. Die jüngeren Kinder werden bei Familien auf dem Lande versteckt. Sophie und Jenny kommen zu einer Familie, die in einem kleinen Dorf in der Nähe von Toulouse wohnt. Aber wir hatten Glück. Wir wurden über die Grenze von Frankreich in die Schweiz geschmuggelt.
Das Hotel Carlton in Genf ist ihre erste Anlaufstelle in der Schweiz. Es war von der UNO übernommen worden, um Flüchtlinge zu versorgen und auf verschiedene Waisenhäuser zu verteilen. Von London aus versuchen die drei älteren Geschwister, über das Rote Kreuz Kontakt zu ihren beiden kleinen Schwestern herzustellen. Im Jahr 1945 wurde in London die Wiedervereinigung von Sophie und Jenny mit ihren Schwestern Lotte und Esther und ihrem Bruder Nathan organisiert. Jenny, das hat sich überhaupt nicht verändert. Wirklich? Die drei leben in einer Etagenwohnung in London North 16. In dieser ersten Nacht in London gab mir Sophie einen guten Nachtkuss und umarmte mich. Sie sagte: Hör zu, Jenny. Es tut mir leid, aber ich muss dir jetzt die Wahrheit sagen. Unsere liebe Mutter starb im Lager Riffsalt, als du wegen Diphtherie im Krankenlager warst. Du warst zu jener Zeit zu klein. Ich wollte dich nicht beunruhigen und habe es dir nicht erzählt. Ich war schockiert. All die kindliche Hoffnung, die ich aufgebaut hatte, nach dem Krieg unsere Eltern lebend zu finden, hatte sich in Luft aufgelöst. Ich war tief traurig angesichts dieser Nachricht und konnte trotzdem nicht einmal weinen. Meine Tränen wollten nicht kommen. Viele Jahre zogen ins Land. Alle Kinder von Samuel und Minna Merell gründeten Familien und das Schicksal hat sie in verschiedene Erdteile verstreut. Während die jüdische Familie Merell in Sassanfard fast in Vergessenheit geriet. Heute leben noch die beiden damaligen Kinder Sophie in Israel und Jenny in Großbritannien. Erst mehr als 70 Jahre nach der Flucht aus Deutschland suchen die Kinder von Samuel und Minna Merell auf der einen und Bewohner von Sassanfard auf der anderen Seite den Kontakt zueinander. Nach vorsichtigen Annäherungen entwickelt sich ein herzliches Verhältnis zwischen den Merell-Nachkommen und einigen Sassanfardern. Im Jahr 2017 entschließt sich die Gemeindeverwaltung, zum Gedenken an Samuel und Minna Merell vor deren ehemaligem Wohnhaus in Sassanfard sogenannte Stolpersteine zu verlegen. Die 86-jährige Jenny Merell und 13 weitere Familienangehörige aus Großbritannien und Israel kommen zu dieser Gedenkfeier nach Sassanfard. Es wird niemals Gerechtigkeit für den Holocaust geben. Der Holocaust mit seiner Ungeheuerlichkeit kann nie begriffen werden. Schöne Grüße am Sassenfahrten, alle von Sassenfahrten.